Hallo, ich bin Sven, ich bin hier Zoopädagoge im Besucherservice im Zoo Schwerin und heute nehme ich euch mal mit zu unseren Davidshirschen. Die Davidshirsche, die werden auch Milu genannt und so ein Milu ist was ganz Besonderes. Die sind nämlich erst entdeckt worden, als es sie in der Natur gar nicht mehr gab. Das passiert normalerweise nur bei Dinosauriern, bei Hirschen eher selten. Es kam so, dass diese Tiere schon lange in der Natur ausgerottet und verdrängt wurden. Die kommen ursprünglich in Asien vor, gerade in China. Und als dann der Pater David auf seiner Reise durch China sich eine kaiserliche Menagerie ansah, entdeckte er Tiere, die ihm gar nicht geläufig waren. Und das waren eben diese Milus. Daher Pater Davidshirsch. Und man weiß relativ wenig über das Wildleben von denen. Kein Wunder, es gab nur noch Tiere in menschlicher Obhut. Aber es gibt schon wieder Reservatpopulationen. Die haben Füße, mit denen sie gut im morastigen Waldboden und Sumpfboden unterwegs sind und werden ungefähr so groß wie unsere Rothirsche. Da die Tiere im Freiland nicht mehr leben, ist die Zucht im Zoo besonders wichtig und wir hier im Zoo Schwerin sind stolz darauf, 5 dieser wunderschönen Hirsche zeigen zu können. Wenn ihr das nächste Mal vorbeikommen könnt, schaut doch mal rein.